Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Ja, beim letzten Mal haben wir aufgehört. Ich habe inzwischen schon weitergearbeitet an der Uhrzeit da oben 21:47 in-game. Das hier ist hier die letzte Zeile in diesem Weinfeld. Wir werden ganz kurz mal bei den Oliven reinschauen. Vielleicht fahren wir auch mal einmal durch den Hain, dass man das mal erlebt hat, aber ich werde das Ding definitiv nicht komplett zu Ende mulchen. Ich habe übrigens, da ich hier komplett durchgespielt habe, wie gesagt, den Sinn des Mulchens noch nicht ermitteln können. Aber egal. Wir sehen auf jeden Fall, dass an den Weinstöcken selbst, das sehen wir hier an den Nachbarzeilen, grundsätzlich alles stehen bleibt. Also von daher. Ne? Gut. Hier sind wir durch. Ich lasse das Ding einfach mal an. Hier sind unsere Oliven. Hier müsste man das jetzt auch machen. Mal gucken, wie es hier aussieht, aber wahrscheinlich auch nicht anders. Hey, wo häng ich fest? Ach so, an diesem blöden Baum da. Denke aber nicht, dass das. Nee, hier ist das auch nicht anders. Aber hier ist es auch nicht so extrem, oder? Kann das sein? Also bei den Oliven musst du offensichtlich nicht molchen. Ich sehe es hier nicht. So, dann könnten wir auch schön nach Hause fahren. Gleich, genau, ich wollte gerade sagen, gleich hängen wir in irgendeiner Oliventanne hier drin. Auch wieder Ende. Überleg mal, wenn wir das alles abernten müssen. So, ich muss aber eben was gucken, wie das mit unserem gekauften Feld hier aussieht. 98%, 100% gedüngt, sehr gut. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Und gucken mal, was wir auf den Feldern überhaupt so drauf haben. KI habe ich immer noch abgeschaltet, die haben mich geärgert. Daher müssen wir jetzt auch nicht gucken, wo wir hinfahren. So. Aber es ist schon cool, wenn man diese Karte öfter spielt, auch jetzt meinetwegen bei Chaos Farming im Speditionsprojekt, dass man das Ganze da natürlich irgendwann auch mal mehr oder weniger in- und auswendig kennt, ne? Ach ja, 23:58 Uhr und WhatsApp gibt keine Ruhe. Da vorne ist unser Hof. Ach so, wir können hier auch mal eben gucken. So, habe ich hier was angebaut? Ja, also hier ist Mais drauf. Wir können natürlich auch mal eben auf die Karte gucken, was wir haben. So, hier ist natürlich Trauben und Oliven. Das sind diese beiden Farben, völlig klar. Die 25, die haben wir gekauft. Da ist, soweit ich weiß, Weizen drauf. Dann gehört uns die 36. Das ist da, wo wir gerade stehen, die Wiese. Die 35, da haben wir Mais drauf. Genau wie auf der 37, 39, 42. 43, 44 ist Hafer. Hafer. Das heißt, hiervon und davon können wir dann später Stroh bekommen. Ich glaube, gedüngt sind auch alle soweit. Das passt. Das können wir so lassen. Müssen wir uns erstmal nicht mehr drum kümmern. Das Einzige, was wahrscheinlich am 2. April erfolgt, wäre Unkraut.
vernichten. So. Aber ich würde jetzt tatsächlich in unser... Was sind das? Ein FIA, FIA, glaube ich, ne? FIA, FIA, FIA. Egal. Ne, IFA, IFA, IFA. Bin kein DDR-Kind. Und daher kenne ich mich mit den Maschinen nicht so aus. Ne, aber IFA passt. So. Wir werden schlafen gehen. Bis zum nächsten Tag um 8 und dann gucken wir mal, was uns die Felder sagen. Was als nächstes zu tun ist. Wir haben den 2. April, wir haben Frühling, die Bäume werden langsam aber sicher wieder grün. Ich muss dann hier auch mal gucken, wo ich eventuell noch mehr Bäume hinpflanze. Denn das wirkt mir hier im Moment alles noch ein bisschen kahl. Und ich mag Bäume und ich mag, wenn das grün ist und... Ja, gut. Wir gucken auf die Karte. Wachstum. Das ist alles soweit. Guck mal, das ist richtig... Ne, es wächst alles. Alles angewachsen. Bodenbeschaffenheit. Also, die sind alle gedüngt. Guck mal hier. Aber das sind nicht unsere. Die sind uns egal. Aber wir haben kein Unkraut tatsächlich. Interessant. Okay. Ja, was soll man sagen? Gucken wir mal nach den Erdbeeren, wa? Ach ne, wir gucken nach den Kühen. Erstmal nach den Hühnern und nach den Kühen, genau. Alter, das sieht, steht zu hier, ist unglaublich. Ich habe eine Ordnung. Ah, die ersten Eier. Sehr schön. Ah, das sind doch glückliche Hühner hier. Guck mal hier übers Tiermenü, wie es aussieht. So, Reproduktion, Mischfutteration. Da könnte ich jetzt mal versuchen, Gras reinzufahren. Den Hühnern geht es soweit gut. Aber Gras könnten wir da mal versuchen reinzufahren. Das wäre mal eine Idee. Wenn mir jetzt irgendeiner sagt, wo ich das Zeug gelassen habe. Ich hatte Gras. Ach, guck mal, die Palette ist auch weg. Ach, da holen wir gleich eine. Ist das Gras hier denn drin? Ja, wenn man das jetzt so genau wüsste, ne? Stroh ist hier drin, okay. Was fehlt? Silo-Displays. Die müssen definitiv wieder her. Entschuldigung. Wo habe ich denn das Gras gelassen? Das kann dann ja nur hier drin sein, oder? Das Silo ist leer. Ja, sehr schön. Wo ist mein Gras? Na, hier nicht. Hier. Damit es bei einem eventuellen Regen nicht nass wird. War klar, dass das nicht passt, oder? Aber daran, dass der Anhänger so komisch schiebt.
Einmal in den Deckel aufmachen. Komme ich hier so rein? Wahrscheinlich nicht, ja? Oder? Wohl dem, der fahren kann. Gucken, ob ich jetzt Gras hier reinbekomme. Das Problem ist, dass der Anhänger eigentlich hierfür zu groß ist. Und... Ah ne, es geht so, tatsächlich. Okay. Aktualisiert, ja, da geht ja nicht viel rein. Es ist wohl so, dass unser Roboter hier die totale Mischration macht. Den können wir natürlich auffüllen, ne? So. Einfach mal wieder quer hier durch. Sehen tust ja nichts, ne? Das ist ja nun mal so, ne? So, was habe ich gesagt? Kuhstall befüllen. Sehen, dass wir unser Silo wegbekommen. Da würde ich dann gerne ein, nicht kein Durchfahrsilo, sondern Keilsilo heißen die, glaube ich, die am Ende zu sind, nehmen. Ich muss natürlich immer sehen, dass hier voll ist, ne? So, wenn hier jetzt ein Kind vorherläuft, haben wir Kind am Spieß. Das ist ja wohl klar, Otto, ne? Aber du hast keine Kinder. In Oberlong lebt anscheinend auch niemand mehr. Und von daher, irgendwie hauen die alle ab, wenn du kommst. So. Silage. Eigentlich könnte man tatsächlich auch mal Dings ausprobieren. Förderbänder und die Anhänger damit vorne. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt mehr schon weg. Wohl doch nicht. Okay. Dann brauchen wir ja auch nichts befüllen. Was machen wir denn jetzt vor Langeweile? Genau, Maschinen sauber. Was haben wir an Milch? Reproduktion. Milch, Gülle, Stroh. Ja. Noch nie das meiste. Wir machen Maschinen sauber. Komm her. Wächst du nun oder wächst du nun nicht? Das ist hier die Frage. Lass das mal so offen erstmal. Warte mal, könnte ich gleich mitnehmen. Du musst ja auch gewaschen werden, ne?
Das ist die Abdeckung, genau. Ich weiß nicht, warum diese beiden blöden Stiepel immer rausgucken, was das soll. Da ist denn draußen Silvester, dass die ballern, Mensch. Ist doch unglaublich. Wo ist meine Lanze? Schön alles sauber machen. Ah, so sieht das wieder gut aus. Dann können wir die Maschinen eigentlich auch erstmal wegfahren, ne? Was ist das überhaupt? Eine Sämaschine, genau. Beziehungsweise eine Maislegemaschine, so muss man es ja sagen. Hier ist die Walze. Potten dreckig die Maschinen, ganz ehrlich. Aber gehen gut sauber, oder? So, das Gewicht ausmachen. Ich weiß gar nicht, der andere vorne hat ja ein Gewicht. Da gehen wir nochmal hin. Für komische Geräusche, die immer das ist mir klar, aber dieses das andere da, das hier jetzt, was ist denn das? Warum? Warum tust du das? Das ist ja sogar noch relativ sauber hier. Auch sauber machen. So, sehr, sehr schön. So muss das aussehen. So. Mir ist auch einer sagt, wo die Dinger gestanden haben, aber ich glaube, die standen vorne in der ersten Halle. Da fahre ich jetzt auch alle erstmal wieder rein, dass hier ein bisschen Ordnung mal wieder reinkommt in den Schuppen. Richtig sauber ist die Maschine jetzt nicht, ne? Ich glaube, ganz ehrlich, die Sämaschinen hatte ich in einer anderen Halle. Die hatte ich nicht hier vorne. Es war mir klar, dass ich hier nicht rauskomme, ne? Ohne irgendwen. So ein bisschen das Gefühl, die Sämaschinen waren hier drin. Ich bin mir aber auch da nicht sicher.
Eigentlich steht das dumme Ding von diesem Settle Track hier im Wege. Genau, super. Ich hätte wenigstens auf der Schnuten. Diese langen Dinger schieben, ne? Aber gut, Hauptsache drin. So. So, ich glaube, das könnte hinkommen. So. Weit wie möglich in die Ecke. Weiter geht nicht. Ja, siehste, so ist das. Lass ich jetzt einfach mal laufen, weil wir haben zu viel Sprit. Das ist der Ballensammelwagen. Alles im Weg, ne? Jetzt müssen wir so fahren, dass wir dicht dran kommen und das Kind nicht berühren. Und wenn man im Spiegel irgendwas gescheit sehen würde, wäre das natürlich sehr praktisch. Passt oder passt nicht? Passt nicht ganz. So wird ein Schuh draus. Sordele, Sordele, Sordele. Dann wollen wir sie mal
Schön hier in der Halle fahren. So, das ist die Walze. Das ist die Walze? Ja, es ist die Walze. Aber anscheinend, eins haben sie hingekriegt, die Maschinen wandern nicht mehr. Ist da hinten eigentlich irgendwas? Nee, ne? Doch, da steht was. Okay. Naja, gut, passt dazwischen. Passt daneben, komm her. Soll der Geiz. Ist nur eine Tür. Von daher... Passt. Nicht. Nee, das hatte ich anders geplant. Naja, egal. So, mein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das? Den Hof hier mal aufräumen hier, ey. Ehrlich. Junge, 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 Junge. Der Düngerstreuer sieht aus. So, alles wieder schön rot und glänzend. Bis da hinten kommen wir hin, wa? Ah, doch, geht. Grubber sauber machen. Oh, ein krasses Blau, was der hat, ey, ganz ehrlich. Gerade gucken. Die Dinger standen doch hier hinten irgendwo, oder? Wo standen denn die? Oder in der hier neben, wo das Saatgut auch. Wo die Sämaschinen drin stehen. Das kann dann natürlich auch noch sein. Mal eben gucken. Ja, da hinten. Aber die Hallenwand im Weg.
Diese blöden Lenkachsen, wo der wieder hinfährt, wo er will. Ja, schon eine halbe Stunde um und nichts geschafft, ne? Ach so, der war noch an, okay. So, dass das mal langsam wieder ordentlich wird hier. Sieht aus wie im Saustall. Eigentlich sollte man direkt nach dem Bearbeiten oder was auch immer man gerade gemacht hat, das Gerät direkt wieder wegstellen. Was das? Eng, aber ja. Habe ich ihm gesagt, das Mähwerk wandert nicht? Anscheinend ja doch. Wir haben wirklich von jedem Traktor einen hier bald, ne? John Deere fehlt uns eigentlich noch. Ein Johnny. Mal einkaufen, oder? So. Das Ding kann da hinten erstmal stehen bleiben. Hier vorne sieht es ja schon wieder einigermaßen ordentlich aus. So, der PKW-Anhänger muss da später weg. Der hier mit dem Heu kann erstmal stehen bleiben. Der Settle Track kann weg. Ach Gott, hier steht ja noch mehr Zeugs rum. Ach hier, Heuwender und Schwader. Ja. Und ein Loch für finden. Trailer jetzt eigentlich hinten dran? Ja, habe ich. Ich habe eben irgendwo diese komische Güllepumpe umgeschmissen. Aber erstmal muss ich den jetzt sauber machen hier. So. Natürlich Mist, dass wir das so. Oh.
ganze Zeug hier abwaschen. Gesundheit 100%. Na, guck mal hier. Und wir haben glückliche Hühner. Oh ja, laufen draußen rum. Sehen, ob ich das Ding hier wieder dran kriege. Wahrscheinlich eher nicht, wa? Kriege ich das gepackt mit dem starken Bauern? Nö. Ja, liebe Leute, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.